Und damit herzlich willkommen zurück zu Sengoku Dynasty. Nachdem ich das angezockt aufgenommen habe, gab es sehr positives Feedback und ich habe mir gedacht, es steckt ja so viel im Spiel. Auch wenn es jetzt eine sehr frühe Version ist und bestimmt noch nicht optimal läuft, können wir uns noch ein bisschen mehr angucken. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir nehmen ein bisschen mehr auf. Wir sind im Livestream. Wenn ihr dabei sein wollt, vielleicht das eine oder andere Mal, schaltet mal auf Twitch ein. Und ich nehme jetzt einfach hier ein paar Folgen auf. Und wir gucken uns das Spiel ein bisschen genauer an. Gibt halt so ein Let's Play aus dem Playtest. Ne? So. So, ich habe das Intro jetzt mal drin gelassen. Wir sind praktisch geflüchtet aus unserem Dorf. Wir sind verfolgt worden von irgendwelchen bösen Samurai, die jeden umgebracht haben. Und wir sind auf der Suche nach Peasant City. Das ist praktisch eine Stadt, in der sich die Leute gegen die Unterdrückung wehren. Und wir sollen jetzt... Wir sind wieder halt am Anfang, müssen unseren Begleiter oder Begleiterin finden. Deswegen laufen wir hier durch diesen Canyon, was unheimlich gut aussieht, wie ich finde. Ich bin da so ein bisschen durchgerast, durch das erste angezockt. Die Sonne geht gerade auf. Und da vorne liegt Akku. Wir müssen mit Akku sprechen. Arko, was ist mit dir passiert? Bist du am Leben? Ja, so ein bisschen. Mein Schiff ist nur zusammengebrochen. Ja, verstehe ich. Okay, ich werde dir helfen. Arko ist kalt, wir müssen ein Feuerchen machen. Das ist auch die Story dahinter. Ich muss sagen, mein Englisch ist nicht so gut, dass ich hier alles verstehe, aber so die Eckdaten kriege ich hin. Hoffentlich, um euch so ein bisschen die Story vielleicht näher zu bringen. Aber ich freue mich natürlich auf die deutsche Übersetzung, denn wenn das Spielfinale rauskommt, gibt es auch eine deutsche Übersetzung. So, die ersten Stöckchen sind gesammelt, um eine Axt herzustellen. So. Wir haben sogar ein Stück Fleisch dabei. Haben wir gar nicht genutzt, ne? So, wir fällen den ersten Baum. Habe ich schon im Angezockt gesagt, sehr schöne Animationen. So, wir sammeln alles auf und nehmen auch die Einzelteile mit. Und ich nehme direkt hier ein paar Stöckchen mit. Denn die Erfahrung sagt mir, wir brauchen mehr Stöckchen. Außerdem brauchen wir noch ein bisschen Gras. Soll ein entspanntes Lagerfeuer geben. Und wir holen hier nochmal ein bisschen Stöckchen von den Büschen, die hier rumstehen. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, das hier einzusammeln. Na? Sammel! Achso, das ist keiner von den Büschen, die wir sammeln können. Wo müssen wir hin? Hier rein. Sammel. Zack. Wunderbar. Ich muss mich mal kurz bei den Zuschauern bedanken. So. Weiter geht die Sammelleidenschaft. Ich bin sehr gespannt, was drin steckt und inwieweit dieser Playtest überhaupt ist er zeitlich beschränkt, ist er inhaltlich beschränkt. Wir werden auf jeden Fall ein paar Beeren mitnehmen. Damit wir nicht verhungern. Im ersten angezockt hieß es, du bist fast verhungert. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war so abgelenkt durch das schöne Spiel. Und habe hier fleißig gesammelt. Jetzt nehmen wir hier die Beeren mit. Damit wir was futtern können. Noch haben wir ja, sind wir gesättigt. Sind ja gerade erst angekommen. So, jede Menge Äste sammeln. Wir haben ja Zeit. Voll schön, oder? Die Natur hier. Ich finde es irgendwie total atmosphärisch, dieser ganze Wald und auch die Felsen und so weiter. Sehr hübsch. Scheint auch Unreal Engine zu sein. Okay, nein, können wir nicht sammeln. Dann gehen wir hier unten nochmal hin. Die können wir auch nicht sammeln. Alles mitnehmen, was hier am Boden liegt. Hier sind Steine. Das ist übrigens die Größe von Steinen, die wir abbauen können mit der Spitzhacke. Ich mache das einfach mal, weil das... Ups, das ist der falsche. Weil es ja so noch zum Tragen kommt. Wir machen jetzt hier die Spitzhacke. Machen wir einfach auf die 4. Und sammeln schon mal ein bisschen Steine. Die werden wir nicht auch noch brauchen. Und diese kleinen Vorkommnisse werden dann auch zu Eisenerz, den man abbauen kann. So, da oben haben wir noch was, oder ist das so zum Einsammeln? Ne, den können wir so einsammeln. Und ich glaube, die sind schon zu groß, kann es sein? Mine with Iron or Better Pickaxe. Guck mal, die können wir nicht abbauen. Hm. Aber hier. Ja, hier gibt es Steine. Und solange das Inventar nicht sagt, halt, stopp, nehmen wir natürlich alles mit. Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, ob die Bäume an den Stellen nachwachsen, wie man es von Medieval Dynasty kennt. Da war es ja so, wenn du so einen Baum umgehackt hast und den Baumstumpf fast stehen lassen, dass dann praktisch die Bäume an diesen Stellen nachgewachsen sind nach einer gewissen Zeit. Nehmen wir noch einen mit, oder? Freie Sicht aufs Meer. Okay. So, wir bauen jetzt erstmal hier unten das Lagerfeuer, damit Akku nicht mehr... nee, so weit sind wir noch gar nicht. Jetzt machen wir erstmal den Hammer. Mit Akku praktisch nicht frieren muss. So, die Spitzhacke machen wir weg. Bauen uns einen Bauhammer, den wir auch ausrüsten werden. Derzeit gehen die Werkzeuge noch ein bisschen schnell kaputt, aber ich denke, das wird noch angepasst. Wurde auch schon oft auf dem offiziellen Discord geschrieben. Und wir setzen hier ein Campfire hin. Da muss Akku nicht frieren. So, jetzt ist die hoffentlich warm. Dann machen wir noch ein Zelt. Einen kleinen Unterschlupf. Setzen wir hier hin. Zum Glück haben wir schon ein paar Gräser gesammelt. So, Akku. Ist jetzt alles besser? Ist dir warm? Ich habe dir sogar einen Unterschlupf gebaut. Fühlst du dich jetzt besser, Akku? Ja, ist schon besser. Ich habe noch ein paar Fische, die ich kochen kann. Und dann wird noch darüber diskutiert, dass man nicht immer weglaufen kann vor den Unterdrückern. Und wir sehen auch keine Soldaten um die Umgebung. Und wir sollen Peasant City oder The Peasant Kingdom, also ist ja das Königreich, finden. Und deswegen laufen wir jetzt weiter ins nächste Dorf und genießen die Aussicht auf diese wunderhübsche Grafik, die noch ganz schön den Rechner fordert. Aber hier, den nehmen wir mit, oder? Ich jogge, ich jogge. So. Nehmen wir alles mit, wenn wir schon vorbeikommen. Guck mal. Der arbeitet an seinen Netzen, der örtliche Fischer. So, da ist das nahegelegene Dorf, was leider durch ein Feuer ziemlich stark zerstört worden ist. Wie wir hier schon sehen. Da hat das Feuer gewütet, alles liegt so ein bisschen in Schutt und Asche. Hallo, guten Tag. Kann ich meine Hilfe anbieten? Ist das Peasant Kingdom? Ja, so nennen sie uns. Okay. I like the sound of Peasant Kingdom. Okay. So, achso, wir sollen nach Hilfe fragen. Mein Freund ist hier fast ver... Ich war mich gerade am Unterhalten. Mein Freund ist fast verunglückt. Er hat nämlich einen Schiffsbruch gehabt. Und wir fragen, ob wir uns hier praktisch niederlassen können. Wir brauchen die Erlaubnis von der Regierung sozusagen. So sind hier die Worte und ich klicke hier einfach mal so ein bisschen schneller durch. Ihr könnt das ja das Video pausieren, wenn ihr das lesen wollt. Und wir sollen eine Atze machen. Das heißt aber nicht Atze, das wurde in den Kommentaren auch schon geschrieben, wie das eigentlich heißt. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie es ausgesprochen wird. So, wo ist Atze? Da ist Atze. Auf die 2. So, wir sollen jetzt Loks in Planken machen. Also die Holzstücke sollen wir umwandeln. Und deswegen werfen wir das Gesammelte hier einfach mal hin und machen ordentlich Planken. So. Guck mal, der macht sogar 2 auf einmal. Wie praktisch. Erstmal entrinden und dann... Na. Planken 15. Wie viel haben wir jetzt? Los, nimm das Ding. 18. Okay, das langt noch nicht ganz. Wir müssen wahrscheinlich noch viel mehr abhacken. Da bin ich mir relativ sicher. Da haben wir es geschafft. So, wir sollen Toshichi für die, nach der Glocke fragen. Das ist hier der alte Glockenturm, den bauen wir wieder auf. Und ich habe alles da zusammenbekommen. Ja, und hier hast du die Glocke, die ich in den Resten gefunden habe. Wunderbar. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Axt raus, die wahrscheinlich gleich kaputt gehen wird. Und hacken den alten Glockenturm klein. Da ist er weg. Falscher auf der 3. Und hier unten waren die Village Structures und hier gibt es einen Glockenturm, den setzen wir jetzt hier so hin. Erst die Glocke da drauf, ein paar Loks, ein paar Planken. Wunderbar. Da steht sie wieder, das Dorfzentrum sozusagen. So, Toshichi. Ich habe den Glockenturm wieder neu aufgebaut. Und jetzt ist es Zeit... Was will sie denn? Hallo. Ein Haus zu bauen. Okay, machen wir. Ja, die Häuser sind hier niedergebrannt worden, haben wir auch gesehen. So, build a foundation for your house. Das war so ein bisschen... Ja... War nicht so ganz eindeutig. Das bedeutet nämlich, wir sollen hier ein Haus bauen. Und das Haus finden wir hier unten. Buildings... Housing... Kleines Haus und das baue ich wieder hier oben in die Ecke rein. Ich fand, das war ein sehr guter Platz. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wenn man das Haus setzt, ein bisschen zurück, verschwinden die Gräser oder Büsche, die in der Umgebung sind. Also das ist nicht der Fall, dass es irgendwie durchguckt. So, jetzt sollen wir hier Loks reinhauen, da haben wir nicht genügend von, deswegen gehen wir nochmal in den Wald und schlagen ein paar Bäume klein. Was ich interessant finde, als ich Medieval Dynasty damals angefangen habe, die erste Version von Medieval Dynasty, die war auch so leistungshungrig. Da habe ich damals meinen Rechner aufgerüstet. Und jetzt sehe ich, dass meine CPU hier schwitzt und mit schon drauf und dran neue Hardware zu bestellen, damit das alles flutschig hier rennt. Weil diese Zuppler und Ruckler kommen daher, dass meine CPU einfach zu schaffen hat. Mit der hübschen Grafikpracht. Denn es nützt ja nichts, eine starke Grafikkarte zu haben, wenn die CPU nicht hinterherkommt. Und wir fällen jetzt hier ein paar Bäume und lassen auf jeden Fall die Stümpfe stehen. Das machen wir nicht nochmal, dass wir die weghacken. Ich habe einfach die Hoffnung, dass dann dort wieder Bäume nachwachsen und dass es hier nicht so eine gerodete Fläche gibt. Ups, da habe ich einmal zu viel zugeschlagen. Halt, stopp. Nicht wegrollen. So, wir brauchen aber viel, viel mehr Holz, damit wir ein Haus bauen können. Deswegen hauen wir hier einfach noch ein paar Bäume mehr um. Nein! Da ist die Axt kaputt gegangen. Ich glaube, wir werden einfach noch eine machen, oder? Der Trend geht zu dritt, Axt. Wir brauchen es eh noch. Wird nicht die letzte Axt gewesen sein, die wir klein hacken müssen. Oh, der Baum fällt nicht, weil er hier festhängt. Nein, nicht, nee. Oh Gott, voll auf den Kopf. So. Na. Nein, nicht nochmal drauf einschlagen. Danke. Hören Sie bitte auf zu... War das nur 2? Ne, da liegt noch einer. So ein bisschen kleiner geworden als die anderen. So, da hüpft der Baum. Nehmen wir auch direkt mit hier. Äste können wir immer gebrauchen. Denn die brauchen wir ja für die Häuser, Wände und so weiter. Na, sammel doch den Busch ein. Okay. Brauchen wir noch Steine? Ich nehme mal vorsichtshalber welche mit, ne? Im Zweifelsfall werden wir noch welche brauchen. So, dann joggen wir wieder ins Tal. Oh, wir sind ganz schön hochgegangen. Na? Wo sind sie, die Möwen? Ich sehe sie irgendwie nicht. So, wir haben ein bisschen Hunger. Ich würde sagen, wir ziehen uns mal ein paar Beeren rein. Kann man die auch so bei Tastenkombinationen essen? 5. Kann man die jetzt... Ja? So, da haben wir unseren Stack Beeren aufgegessen. Aber wir hungern nicht. So, Bauhammer raus. Und da drüben haben wir angefangen zu bauen. So. Jetzt fehlen uns noch Planken, sehe ich gerade. Ne, haben wir. Wunderbar. Dann bauen wir hier die Treppe fertig. Hübsch. Gut, ich baue mal das Haus fertig und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die Hütte steht. Ne? Das dauert einen kleinen Moment, ein bisschen reinballern und bis gleich. So, da steht die Hütte. Ich habe sie hochgezimmert mit Steinen, die das Dach beschweren. Finde ich ein schönes Detail. Und ein kleines Lagerfeuer hier drin. The Sunken Heart. Und eine Schlafmatte. Damit können wir übernächtigen hier in dem Dorf. Es geht nämlich so langsam die Sonne unter. Jetzt reden wir mal mit Toshichi, dass wir das hier aufgebaut haben. So. So, ich habe das Haus gebaut. Ah, er ist beeindruckt. Congratulations. Ja, wunderbar. Maybe you should expand and build a foraging or woodcutting hut. I can show how to do this. Okay. No, this is just the beginning. I want to build a place for everyone. Okay, also wir haben große Ambitionen. Wir bauen nicht nur eine Hütte, sondern wir bauen ein komplettes Dorf auf. Deswegen heißt das Ganze auch Dynastie. Und er will alle hierher holen. Wunderbar. Wie gesagt, ich klicke das hier so ein bisschen durch. Ihr könnt das ja dann im Pause-Modus durchlesen auf YouTube, falls euch das interessiert. Goodie. Über was sprechen wir jetzt? Über die Krieger. Okay. Kengyo beschützt anscheinend das Dorf, so habe ich es verstanden. Okay. Erstmal genug für heute. Wir gehen später mit der Story weiter. Also, ask Arko to join the village. Okay, wir sollen jetzt mit unserem Freund Arko sprechen. Oder Freundin, da bin ich mir so ein bisschen unsicher. Was ich übrigens gerade erfahren habe, man kann eine Ego-Perspektive einschalten. Ist das nicht angenehm? Mit V kann man die Ego-Perspektive einschalten. Finde ich ja persönlich schöner. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was guckt ihr lieber? Lieber in der Ego-Perspektive, lieber über die Schulter? Ich finde, es ist einfach immer schöner, wenn man das aus der Ego-Perspektive... Da, angelt da. Guck, da. Ist am Angeln. So, ich sprint mal rüber zu Akku. Ich meine, ich habe hier einen schönen Unterschlupf gebaut, ein klasse Lagerfeuer, ne, eigentlich. Hey Akku, aufwachen, ist hier warm. Hier, das Dorf ist wieder aufgebaut. Komm, komm zu mir. Okay, pick a home für Akku. Machen wir. Also, wir sollen Akku jetzt praktisch hier einladen. Das geht über Tab. Hier könnt ihr auf Dynastie gehen. Dann sehen wir unsere Bevölkerung und sehen, wir sind der Player 261. Ändert sich noch alles, ne? Ist ein Playtest, auch nochmal in aller Deutlichkeit. Das ist ein Spiel, was noch Platzhalter, Bugs hat und. Deswegen ist das noch nicht alles drin. So, im einfachen Haus zieht Arko ein und kriegt dieses Bett. So. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, den Baumstumpf. Ich dachte gerade so aus wie eine Schildkröte. So, wir müssen Level 5 bekommen, indem wir Quests machen für die Bewohner. Deswegen sprinten wir jetzt mal schnell ins Dorf zurück. Ich kann übrigens auch eine ganz weite Ansicht einstellen, da sieht man viel mehr von der Umgebung. Fürs Zuschauen ist vielleicht das besser, ich weiß es nicht. Wie gesagt, schreibt mal eure bevorzugte Perspektive am besten in die Kommentare, dann können wir uns ja darauf vielleicht einigen. So, das geht später los, deswegen müssen wir jetzt mal nach den Quests gucken. Haben wir noch andere Quests? Tutorial Defense, warte mal, Place Collect Home, was ist hier? Ah, das ist die Hauptquest sozusagen. Haben wir noch Sidequests? Haben wir nicht. Also wir sollen mit Kengyo sprechen und ihm helfen. Das ist praktisch der, unser Dorf auch anscheinend mitverteidigt. So habe ich es verstanden. Wo ist denn der? 480 Meter in die Richtung. Weißt du, was wir machen? Es wird ja langsam dunkel. Wir legen uns jetzt erstmal schlafen und dann sprechen wir mit ihm. So, wir legen uns hier auf die Schlafmatte. Schnarchen ein bisschen vor uns hin. Wachen mitten in der Nacht auf und legen uns wieder hin, damit es eigentlich Tag ist. Da schläft Akku neben uns. Hätten wir auch zwei Schlafmatten hinbauen können, ne? Freundlicherweise. So, wie sieht es mit dem Essen aus? Oh, ziemlich schlecht. Wir müssen mal ein paar Beeren sammeln gehen. Ich hoffe, wir können hier noch mehr Sachen finden. Aber ich glaube, diese Ansicht ist schon ganz gut, ne? So die dritte Stufe, ja. Regie sagt gerade so mittlere Stufe. Ist nicht ganz so weit weg. Da sind Beeren. Frühstück. So. Stimmt, wir haben Fleisch im Inventar. Warte mal, können wir das nicht kochen? Ist das schon vergammelt? Hat es überhaupt eine Vergammelzeit? Fresh Time 20. Weißt du was? Das machen wir. Das machen wir doch, oder? Hier können wir anscheinend auch helfen. Die hat auch Aufgaben für uns. Kochen. Okay, Eier kochen, da brauchen wir Eier für, ja. Was haben wir hier unten? Cooked Fish, da brauche ich mehr Fisch für. Und Gobo. Irgendeine Wurzel ist das. Ah, wir haben ein Stück Fleisch. Zack. So, zum Frühstück hier so ein Fleisch und dann... Eat. Naja, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. So ein Stück Fleisch, wenn du so ein ganzes Fleisch reinziehst... Und noch 5 von Bären. Naja gut, wir sind zumindest satt, wa? Ist schon mal nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir 427 Meter in die Richtung. Reden wir mit dem, der unser Dorf beschützen soll. Was ist das hier? Ist das ein Feld? Kann man das aufsammeln? Das ist ein Stroh. Ah. Guck mal, hätten wir gar kein Stroh herstellen müssen, hätten wir in der Umgebung direkt bekommen. Weil das ist am Anfang auch so unverständlich gewesen. Man kann ja hier... Wir können es ja mal einen Speer herstellen, oder? Vielleicht hier so ein Messerchen. Und ein Speer. Oh, da wurde gerade das Jagen erklärt. Oben links flackert irgendwas. Ich weiß nicht genau, was das ist. Irgendwie ein Darstellungsfehler. Aber es ist ein Playtest. Keine Panik, ist nur ein Playtest. Wollen wir nochmal die Waffe machen wir mal auf die 1. Achso, müssen wir so rum machen. Dann machen wir die Axt. Welche haben wir jetzt verwendet? Die 2. Den Bauhammer. Nehmen wir mal die Spitzhacke auf die 3. Bauhammer auf die 4. Und dann haben wir doch hier noch so eine Spaltachse. Dann machen wir es andersrum. Machen wir den Bauhammer hier hin. Mal gucken, ob das noch geändert wird. Ich weiß nicht. So, wir können uns verteidigen. Das ist nicht notwendig. Wir sind in einer friedlichen Umgebung. Wir erkunden mal ein bisschen die Umgebung, würde ich sagen, oder? Da unten ist ein Fluss. Kann man da trinken draus? Muss man überhaupt trinken? Ich glaube nicht, ne? Small Bridge Construction Site discovered. Da geht der Fluss. Ah, da ist eine Brücke. Kann man Wasser trinken? Moment, ich probiere das mal gerade. Oh, unfreiwilliges Bad. Hier muss man anscheinend eine Brücke bauen. Huh. Ich meine, wir können auch so den Fluss überqueren, aber was wollen die denn da haben? Brauche ich einen Baum auf der 5, ne? Sieht man das hier irgendwo? Ne, muss man vielleicht erst die Quest annehmen oder so. Also auf jeden Fall ist hier eine Brücke zerstört worden. Und die müssen wir wahrscheinlich im Laufe der Zeit wieder aufbauen. 244 Meter bis zu... Okay, Moment. Ich sprinte. Ich sprinte. Schön hier mit dem Fluss. Wirklich hübsch. Sehr hübsch. 199 Meter. Ganz schön viel Ausdauer. Wenn nicht, sollte man vielleicht erstmal die dörflichen Aufgaben machen, bevor wir ins Nachbardorf rennen, oder? Wir gucken jetzt einfach, was passiert. Ah, guck mal, da ist noch ein Dorf. Da oben auf den Felsen. 76 Meter befindet sich Kengyo. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Kommen wir hier hoch irgendwie? Wie kommt man hier oben ins Dorf rein? Hier über die Felsen? Jo. Schön. Kraxel-Animationen. 20 Meter in die Richtung. 15 Meter, dann ist er wohl hier in der Hütte. Neun Meter. Was gibt's denn hier? Können wir was mitnehmen? Nee. Hallo? Wahrscheinlich da oben auf dem Turm. Hallo, Kengo. Du könntest Hilfe gebrauchen, wurde mir gesagt. Oh, der ist aber nicht so freundlich. Er ist beschäftigt und nennt uns Kind. Hm. Okay, ask Kikumatsu about this task. Okay, wir sollen mit Kikumatsu sprechen. Wo ist das? In welche Richtung? 82 Meter, das geht ja noch. Das können wir noch mitnehmen, oder? Da geht's lang. Da läuft jemand, da sehe ich's. Die Figuren auf der Entfernung haben immer so ein bisschen Ruckelstatus. Ich glaube, das ist weniger Performance, dass man das so ein bisschen reduziert. Da war ein Hase. Können wir einen Hasen jagen? Wo ist er hin, der Hase? Ich sehe ihn nicht mehr. Hasi, ich tu dir nix. Wie geht das eigentlich? Lass mal probieren. Aha. Okay. Ah ja, alles klar. Ah, das ist ja doof. Muss man wieder auf die 1 legen. Aber ich denke, das wird alles noch geändert. Hey, mein Freund. Kikumatsu. Told me he gave you a task. Take me to Tava, he says, it's really hard. Was? Was sollen wir machen? Was ist ein Hare? Was ist ein Hare? Was sollen wir jagen? Was ist ein Hare? Hm. Okay, ein Hasen. Ah, okay. Ja, wollte ich ja eben schon. Kill a Hare. Ja, jetzt müssen wir erstmal einen Hasen finden hier in dem... Hase? Hase. Wie soll man den Hasen jagen? Habe ich irgendwie einen Instinkt oder sowas, dass ich den Hasen aufspüren kann? Weil hier in den Gräsern wird es so ein bisschen schwierig, außer ich setze die Gräser runter. Meint ihr, hier taucht so ein Hase vor uns auf? Ich hole mir mal ein paar Beeren, wenn sie hier schon stehen, damit wir was essen können. Da ist ein Hase gewesen. Mensch, das ist aber auch schwierig, oder? Ich würde sagen, ob wir den Hasen jagen und ob... Da hinten läuft er. Der irgendwann mal anhält. Ob wir den Hasen jagen können und wie unsere Abenteuer hier weitergehen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, der kleine Ersteindruck hat euch gefallen. Wir haben ein Haus gebaut, wir haben unseren Freund Akku in unser Haus eingeladen und wir werden weiter hier ein bisschen aufbauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!